Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thorsten Tiet. Ich betreibe die Seite Aktienfinder.net, den Aktienscreener für Wachstumswerte. Und mir geht es ums langfristige Investieren in Aktien, um von steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Und das wird momentan für uns wieder Anleger wieder erschwert durch die Medien. Denn es scheint ja ausgemachte Sache zu sein, dass die nächste Rezession unmittelbar vor der Haustür steht. Und dann werden auch so Buzzwords in den Raum geworfen, wie invertierte Zinsstrukturkurve und solche Geschichten, die ja ziemlich beängstigend klingen und wichtig. Und ich habe mir mal meine Gedanken zu dem Thema gemacht und möchte schon vorwegnehmen, dass ich keine unmittelbare Rezession sehe. In den gut 20 Jahren, die ich investieren darf, hatte ich das Vergnügen, zwei Krisen live mitzuerleben, und beide dieser Krisen hatten strukturelle Ursachen, die man wenigstens im Nachhinein sehr einfach erklären kann. Zum einen die Dotcom-Krise, Bubble, die ausgelöst worden ist durch eine Euphorie bezüglich der neuen technologischen Möglichkeiten verbunden mit dem Internet, was dazu geführt hat, dass es in haufenweise Unternehmen gegründet wurden, die kein tragfähiges Geschäftsmodell hatten, und viele dieser Unternehmen haben sogar an die Börse geschafft. Sind da auf Investoren getroffen, die eben euphorisiert gewesen sind, und irgendwann ist die Blase einfach geplatzt und ein Haufen dieser Unternehmen sind pleite gegangen. Bei der Finanzkrise wurden Kredite unverantwortlich von Bankern in den US-Immobilienmarkt vergeben an Häuselbauer bzw. Käufer, und die Banken konnten das machen, weil sie die Kredite unter anderem verbriefen konnten und quasi in Wertpapieren gebündelt den nächsten dummen Investor verkaufen konnten. Und auch dann ist dann die Krise geplatzt. Und momentan haben wir auch strukturelle Probleme, vor allem hier in Europa. Stichwort nach wie vor Schuldenkrise, also dass wir viele Staatshaushalte haben, die ihre Schulden nicht in den Griff bekommen. Und wir eine Nullzinspolitik haben, die quasi gemacht werden muss, weil ansonsten die hochverschuldeten Staaten ihre Schuldenlast nicht schultern können, und dadurch haben wir dann einen Haufen neue Probleme, wie Banken, denen das Geschäftsmodell wegbricht aufgrund fehlender Zinserträge. Aber wir haben auch Politiker, die zwar nicht in der Lage sind, diese Probleme wirklich zu lösen, auf der anderen Seite aber alles tun, um die Probleme möglichst lang zu verschleppen. Und das machen sie schon relativ lange, relativ erfolgreich, und ich glaube, dass es auch weiterhin erstmal kurz mittelfristig erfolgreich weitergemacht werden kann. Was ja auch momentan eher so in den Medien rumgeistert als aktueller Auslöser, das ist ja auch mehr hier so dieser Handelsstreit zwischen USA und China. Das ist für mich jetzt aber weniger strukturell begründet als eher oder stark den Launen einer Person zuzuschreiben in Form von Trump. Und ich glaube, dass wenn der chinesische und amerikanische Präsident sich da einigen, dann könnte da relativ schnell Entwarnung folgen. Ist für mich jetzt weniger so ein strukturelles Problem wie die Dinge, die ich eben beschrieben hatte vorher. Weil die wären schwerer zu lösen gewesen, nicht über quasi einen Vertrag, mit dem man den Handelsstreit beenden kann, sondern da hätte es große Regulierungen und Anstrengungen bedurft, um die Dotcom-Krise noch abzuwenden oder um die Finanzkrise noch abzuwenden. Dann haben wir ja noch diese Buzzwords, mit denen um sich geworfen wird, also diese inverse Zinsstrukturkurve, dieses komische Ding. Das habe ich mir auch mal angeschaut, und zwar um was dreht sich da? Da geht es mal wieder um die USA, und insbesondere, und zwar die USA finanzieren sich ja durch Schuldverschreibung, also die geben Wertpapiere aus, sagen wir mal Schuldscheine ganz allgemein, und die haben unterschiedliche Laufzeiten hier von einem Monat bis 30 Jahre. Und man beobachtet einfach, dass im normalerweise es so ist, dass die Zinsen von Kurzläufern, man sagt auch am kurzen Ende, niedriger sind als am langen Ende. So richtig erklären kann man es nicht mal in der Volkswirtschaft. Das ist übrigens ganz lustig, wenn man mal auf Wikipedia das liest, die unterschiedlichen Erklärungen, warum das so sei. Also nicht mal da ist sich die Volkswirtschaft wirklich sicher, aber man kann es auf jeden Fall empirisch beobachten, dass das der Normalzustand ist. Und jetzt haben wir das Phänomen, dass wir nicht mehr momentan durchgehend hier eine Erhöhung haben
der Zinsen, sondern wir haben hier, das ist jetzt der 19. Dezember, wir haben jetzt hier eine Invertierung, also eine Umkehr, und zwar hier zwischen den momentan zwischen den 2-, 3- und 5-jährigen Laufzeiten. Das heißt, die 2-jährige Laufzeit hatten, beziehungsweise hier die 3-jährige Laufzeit hat einen niedrigeren Zins als die 2-jährige. Und die 5-jährige hat auch einen niedrigeren Zins als die 2-jährige. Aber, und dann habe ich mir jetzt einfach mal, und das wird dann als Bote des Unheils quasi in den Medien verbreitet hier, diese inverse Zinsstrukturkurve. Und dann habe ich einfach mal den Spaß gemacht, zu schauen, wie das vor der Finanzkrise ausgesehen hat. Ich hoffe, ich finde es jetzt schnell, weil da muss ich hier das Jahr ändern. Jedenfalls, wir merken uns hier nochmal, dass am kurzen Ende hier ist alles noch okay. Also da steigen die Zinsen an bis hier im Prinzip. Und erst bei 3 Jahren quasi haben wir hier diese Invertierung, weil 3 Jahre kürzer ist, niedrigeren Zins hat als die zwei, als die zweijährige, als die zweijährige Treasury. Das ist ein Treasury Note. Das ist eine Treasury Note hier, die zweijährige. So. Und wenn wir jetzt mal zum Beispiel in 2007 gehen und gucken uns dann hier an, wie der die Zinsstrukturkurve war. Da gab es noch gar keine zweimonatigen Treasury Notes. Da sehen wir einfach, dass die ganz anders ausgesehen hat. Picken wir uns einfach mal ein Datum hier raus. Da sehen wir, dass die einem, dass für auf einen Monat hat man 5% gekriegt. Und 3 Monate 5,12, da ging es hoch und hier fing die Invertierung eben schon viel früher an, hier bei 6 Monate. Und wir sehen übrigens auch, dass die Höhe der Invertierung viel, viel höher war. Also hier 0,07 Punkte und hier 0,15 Punkte zum Beispiel, also relativ hoch, hier auch mehr als 0,1 Punkt oder 0,0 Punkte. Also auf jeden Fall relativ hoch. Und wenn wir jetzt nochmal gucken, wie das momentan aussieht, go, da sehen wir hier halt, dass hier diese Invertierung absolut minimal ist. Also die ist 0,02 Prozentpunkte. Und die fängt nicht hier, also schon unter einem Jahr an, sondern die fängt quasi erst hier an zwischen 2 und 3 Jahren. Und mir ist überhaupt nicht, mir ist völlig schleierhaft, was Investoren sich da irgendwie auch nur denken, was die unterscheiden können zwischen was in 2 und was in 3 Jahren sein wird. Also, dass die sich noch was ausdenken können hier bei kurzfristigen Laufzeiten, dass man denkt, oh, was weiß ich, in 6 Monaten platzt da was oder so, von mir aus, aber dass man so sehr schön in der Zukunft unterscheiden kann, was in 2 oder was in 3 Jahren sein wird, das ist meines Erachtens völlig utopisch. Und dann, wie gesagt, ist eben hier auch dieser Unterschied, diese Invertierung, also wirklich ganz minimal im Vergleich zu dem, was wir gesehen haben, kurz vor der Finanzkrise. Insofern kann man zwar sagen, ja, man kann das rein formal, sowohl die aktuelle Zinsstrukturkurve als auch die damaligen Zinsstrukturkurven als angeblicher Vorläufer, ja, der Finanzkrise, kann die formal beide als Invertierung, weil sie eine Invertierung haben, bezeichnen, aber dann die Ausprägung ist völlig anders. Insofern würde ich das jetzt nicht durchgehen lassen, dass wir hier quasi ein Signal haben für die nächste Rezession. Und dann gibt es natürlich noch eine andere Geschichte, die ich mir angeschaut habe, und zwar das Bruttoinlandsprodukt, wie sich das entwickelt. Und da haben wir hier das von den USA. Und wir sehen eben, wie sich das Bruttoinlandsprodukt entwickelt. Das hier sind die letzten Zahlen. Und das sieht mir irgendwie nicht nach einer Rezession aus. Eher im Gegenteil. Und das stimmt auch mit dem überein, was halt die Fed jetzt gesagt hat, weil die haben sich ja jetzt dem Markt nicht unterworfen gestern, sondern die haben gesagt, sie werden weiterhin die Zinsen erhöhen. Und das macht man ja wann? Das macht man nicht dann, wenn man eine Rezession hat oder wenn die Rezession unmittelbar bevorsteht, sondern das macht man dann, wenn man will, dass wenn die Wirtschaft soweit gesund läuft oder beziehungsweise robust ist und man eine Überhitzung vermeiden möchte. Und was die ja Fed ja auch macht, das ist ja, sie tut ihre Bilanzsumme wieder verkürzen, weil das ganze Geld, was sie im Rahmen der Finanzkrise in den Markt gepumpt haben, insbesondere den Banken gegeben haben, damit die überleben können, das wird jetzt halt wieder abgesaugt. Und das halte ich schon für
eine gute Sache, weil es halt diese Anomalie wieder quasi umkehrt, sodass wir wieder normale Verhältnisse kriegen. Und übrigens auch, wir haben ja dann auch noch immer China und auch China zu China, oder bezüglich China wird ja gesagt, ja, da schwächt sich das Wachstum ja auch ab. Und das könnte ja dann auch ein Grund sein für die Rezession. Und dann sieht man hier, dass das Wachstum sich tatsächlich abgeschwächt hat, aber jetzt nicht so unglaublich stark. Und wir können mal, wenn wir das 10 Jahre machen, dann sehen wir schon, dass das Wachstum sich abschwächt, aber das ist jetzt keine Geschichte, die ganz schnell geht, sondern wir haben ja einfach auch in gewisser Hinsicht meines Erachtens einen Reifegrad von der Volkswirtschaft, die kann halt nicht unendlich mit 10 oder 12% oder wie auch immer wachsen. Und wir haben immer noch über 6% und das halte ich immer noch für ganz stattlich hier. Insofern sehe ich jetzt nicht unbedingt, dass die nächste Rezession vor der Haustür steht, was ja als fundamentale Erklärung für die momentan fallenden Märkte genommen wird. Insofern würde ich jetzt nicht meine ganzen Aktien verkaufen. Und dann natürlich, und das ist vielleicht das Wichtigste, muss man echt sagen, wen interessiert es überhaupt, ob wir jetzt in eine Rezession kommen oder nicht. Und da können wir uns einfach mal das hier angucken. Wir wissen ja alle, der Aktienmarkt, der ist langfristig steigend. Wen interessiert also die nächste Rezession? Interessiert eigentlich nur Leute, die hier in diesen Kästchen quasi handeln, in diesen Zeiträumen. Wenn man halt relativ kurzfristig agiert, dann macht es natürlich schon einen Unterschied, ja. Ob man jetzt, sag ich jetzt mal, hier kauft und hier unten dann alles verkauft oder ob man dann hier quasi rechtzeitig hier kauft und hier wieder alles verkauft. Also irgendwie Market Timing betreibt, was ja so richtig eigentlich keinem gelingt, auf jeden Fall nicht dauerhaft. Das heißt, wenn wir langfristige Investoren sind, dann können wir über diese einzelne Rezession hinwegschauen. Dann wäre das Vernünftigste sowieso einfach durchgehend weiter zu investieren, zum Beispiel im Rahmen von Sparplan, was den Charme hat, dass es dann ganz automatisch funktioniert. Oder wenn man das kann, kann man natürlich dann auch händisch dann mit seiner persönlichen Sparrate dann zum Beispiel auch Monat für Monat in kleinen Summen immer weiter investieren und den Cost-Average-Effekt dann quasi für sich arbeiten lassen. Insofern würde ich sagen, man sollte sich nicht verrückt machen, man soll auch nicht alles glauben, was in den Medien so kolportiert wird. Und was ich halt immer wieder ganz erstaunlich finde, ist, wenn man dann mal die Buzzwords aufgreift und sich nicht einschüchtern lässt, sondern wenn man sich einfach mal so ein bisschen damit beschäftigt, bei Interesse natürlich nur, und sich dann die Dinge anguckt, dann wird einfach vieles entzaubert und man merkt halt auch, dass viele Leute keine Ahnung haben, beziehungsweise dass es ganze Theorien wie Volkswirtschaftslehre teilweise gibt, die dann im Prinzip die einfachsten Dinge nicht mal einheitlich erklären kann. Und das ist auch ja auf der einen Seite ernüchternd, auf der anderen Seite nimmt es dann auch viel von dem ganzen Schrecken. So, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, weiterhin gute Nerven, bis zum nächsten Mal. Tschüss!